Hallo zusammen und willkommen zum dritten Teil vom Kapitel 2, in dem es um Pol- und Nullstellen geht. Ja, hier sehen Sie nochmal ein typisches Pol-Nullstellen-Diagramm für ein zeitdiskretes System. Erkennen wir an dem gestrichelt eingezeichneten Einheitskreis, das heißt mit einem Radius 1. Davon hatten wir schon geredet die letzten Male, dass wir den physikalischen Frequenzgang entlang dieses Einheitskreises bestimmen und dass der auch insofern wichtig ist, dass die Polstellen innerhalb des Einheitskreises sein müssen, damit wir ein stabiles System erhalten. Wie kommen wir nochmal zu den Pol- und Nullstellen? Wir hatten gesagt, Ausgangspunkt ist immer erstmal der Zeitbereich, beispielsweise bei einem transversalen, also nicht rekursiven Filter, ausgehend von der Impulsantwort oder dem Signalflussgraphen eines Filters mit n Verzögerungen. Das sieht dann im Zeitbereich so aus. Wir wissen, die Impulsantwort ist die Summe von n, groß n, mehr oder weniger verzögerten Dirac-Stößen, die alle mit den Gewichten bk gewichtet sind. Das kann ich ganz leicht in die Z-Ebene transformieren und bekomme dann die Summe jetzt der gleichen Gewichte multipliziert mit Z hoch minus k. Und das ist unsere Systemfunktion in der Polynomform mit negativen Exponenten. Die formen wir um in die Systemfunktion in Polynomform mit positiven Exponenten. Das heißt, wir klammern hier Z hoch minus n aus und bekommen jetzt eine Form, die sich etwas leichter zerlegen lässt in Produktform. Wenn wir das irgendwie schaffen, normalerweise nicht ohne Hilfe von irgendeinem Computersystem, dann haben wir die Übertragungsfunktion in Produktform und dann sehen wir, dass wir hier von k gleich 1 bis n n Produktterme haben. Hier sieht man nochmal den kleinen, aber wichtigen Unterschied. Sie haben hier bk, nämlich n plus 1 Gewichte, das heißt die Länge der Impulsantwort ist immer n plus 1, 1 mehr als die Ordnung des Filters ist. Und die Anzahl der Produktterme ist natürlich n, sonst würden wir nicht auf den höchsten Exponenten z hoch n kommen. Bei diesen Ausklammern bleibt normalerweise immer so ein Verstärkungsfaktor b0 übrig, den müssen wir angeben. Dann müssen wir hier unsere N-Nullstellen angeben. Und was man beinahe übersieht, wir haben auch N-Polstellen. Z hoch minus N heißt ja, bei Z gleich 0 wird diese Systemfunktion unendlich. Das heißt, wir haben N-Polstellen im Ursprung. Und mit diesen drei Dingen, den N-Nullstellen, den N-Polstellen und dem Verstärkungsfaktor B0, ist unser System vollständig definiert. Das gleiche können wir bei rekursiven Filtern auch machen. Da startet man normalerweise nicht mit der Impulsantwort, weil die unendlich ist, sondern mit der Differenzengleichung oder direkt mit dem Signalflussgraphen. Und bei der Differenzengleichung haben wir immer so einen transversalen Teil und einen rekursiven Teil, weil sonst wäre es kein rekursives Filter. Und das können wir auch wieder in die Z-Ebene transformieren und ein bisschen umformen. Die Ausgangsgrößen y von z dividiert durch die Eingangsgrößen x von z dividieren und das nennen wir dann unsere Systemfunktion. So, mit den gleichen Rechentricks wie eben, sprich wir erweitern den Zähler, wir erweitern den Nenner, so dass wir nur noch positive Exponenten haben und dann zerlegen wir das Ganze in Produktform. Ja, da sind wir beim gleichen Stand wie auf der vorigen Folie. Und das sieht auch ähnlich aus. Wir haben, wie gesagt, jetzt hier N0-Stellen und P-Polstellen und einen Verstärkungsfaktor B0. Und zusätzlich haben wir jetzt hier noch so einen Term Z hoch P minus N. Wenn jetzt P größer als N ist, dann haben wir noch P minus N zusätzliche Nullstellen im Ursprung. Und wenn P kleiner als N ist, dann haben wir noch zusätzliche n-p-Polstellen im Ursprung. Und was das jetzt bedeutet für unser System, das gucken wir uns im nächsten Abschnitt über Kausalität nochmal genauer an.
Jedenfalls ist auch hier unsere Systemfunktion genau eindeutig wieder definiert durch Angabe der Null- und der Polstellen und durch den Faktor B0. Ich habe es, glaube ich, gerade noch nicht gesagt. Die Nullstellen schreiben wir Z0 und dann Komma 1, 2, 3, ganz viele. Und die Polstellen schreiben wir auch Z unendlich, Komma auch 1, 2, 3, je nachdem, wie viele wir da haben. Im Allgemeinen sind die Pol- und Nullstellen komplex. Das habe ich jetzt hier durch diesen komplexe Schreibweise angedeutet. Normalerweise schreibe ich das jetzt nicht extra aus. Die sind halt im Allgemeinen komplex. So, wenn wir uns jetzt diese Gleichung nochmal angucken, dann kann ich die Nullstellen und die Polstellen auch grafisch in meiner Z-Ebene eintragen. Ich habe jetzt hier mal die Nullstellen eingetragen und das ist didaktisch ein bisschen unglücklich. Man hat zwar oft Nullstellen auf dem Einheitskreis, aber die müssen nicht unbedingt da drauf sitzen. Wir werden im Kapitel zu Filtern noch sehen, dass es genauso Sinn macht, auch Nullstellen innerhalb und außerhalb vom Einheitskreis zu platzieren. Das darf man im Gegensatz zu Polstellen, dass die halt auch ihre Berechtigung haben. Die Polstellen markiere ich normalerweise durch solche roten Kreuze. Die müssen halt innerhalb des Einheitskreises sitzen, sonst ist unser System instabil. Hier in dem Fall habe ich jetzt ein System dargestellt, bei dem die Anzahl der Polstellen gleich der Anzahl der Nullstellen ist. Das heißt, es gibt hier im Ursprung jetzt weder überflüssige Polstellen noch Nullstellen. Das ist eine relativ typische Situation für so ein rekursives Filter. Und diese Darstellung, die gibt einem sehr viele Informationen über das System auf einen Blick. Deshalb ist das auch eine recht beliebte Darstellung. Und zwar lernen wir daraus, klar, haben wir gerade schon gesehen, ist das System stabil. Heißt, sind alle meine Polstellen innerhalb des Einheitskreises, ist mein System stabil. Dann, das gucken wir uns gleich noch im Detail an, ist mein System reellwertig. Das, um dem mal ein bisschen vorzugreifen, kann man daran erkennen, dass meine Polstellen und auch meine Nullstellen immer so konjugiert komplexe Paare bilden. Oder ich kann natürlich auch welche hier auf der reellen Achse haben oder dass sie direkt ganz reell sind. Aber wie gesagt, das gucken wir uns noch im Rahmen von diesem Abschnitt an. Dann kann man den Frequenzgang abschätzen. Wir wissen ja, hier ist f gleich 0 und hier ist f gleich fs halbe. Das heißt, ich laufe jetzt hier entlang des Einheitskreises und schaue, was mir unterwegs so alles zustößt. Wie nah ich an Polstellen rankomme, ob ich über Nullstellen drüber hinwegkomme und so weiter. Auch das gucken wir uns gleich noch im Detail an. Dann Kausalität. Da greife ich jetzt nicht vor, das gucken wir uns im nächsten Abschnitt an. Und sicherlich noch ein paar andere Dinge, wie den Phasengang und weiß nicht was noch alles. Minimalphasigkeit, Maximalphasigkeit. Man kann wirklich ganz viel rauslesen aus so einem Pol- und Nullstellendiagramm. Bleiben wir erstmal bei dem Betragsgang, welchen Einfluss die Pol- und Nullstellen haben. Und da kann ich jetzt mal ganz empirisch mir anschauen, was passiert, was stößt mir so zu, wenn ich entlang des Einheitskreises langlaufe. Und dann kann ich mir das so vorstellen, dass der Betragsgang von h von z über meiner kompletten z-Ebene, dass der von so den Polen wie von so Zeltstangen hochgezogen wird und die Nullstellen sind quasi die Heringe, da wird es wieder runtergezogen und dazwischen ist es wie so eine Gummimembran, die sich irgendwie zwischen den Nullstellen und den Polstellen verteilt. Und jetzt kann ich mir, wie gesagt, vorstellen, was hier entlang des Einheitskreises passiert. Komme ich nah an eine Polstelle dran, dann hebt es den Betragsgang an. Laufe ich nah an einer Nullstelle lang oder laufe ich vielleicht sogar durch eine durch, dann wird mein Betragsgang 0 oder zumindest kleiner. Und jetzt sehe ich auch hier, warum eine Polstelle nicht genau auf dem Einheitskreis liegen darf, sonst hätte ich an der Stelle einen unendlichen Betragsgang. Warum die Polstelle jetzt nicht außerhalb liegen kann, das sieht man in dieser einfachen Darstellung nicht. Und das sehen tatsächlich auch viele Computersimulationssysteme nicht. Die würden Ihnen als Betragsgang jetzt genau das Gleiche angeben, egal ob die Polstelle innerhalb oder außerhalb liegt. Trotzdem ist, wenn die Polstelle außerhalb liegt, das System eigentlich instabil. So, schöne Grafik, kann man noch ein Weilchen angucken. Aber wir machen jetzt trotzdem weiter. Das war jetzt eine empirische Betrachtung
Und wenn man sich das Ganze mal ein bisschen komplizierter und ein bisschen qualitativer anschauen will, dann müssen wir uns nochmal unsere Gleichung der Systemfunktion in Produktschreibweise anschauen. Wir sind ja jetzt nicht an der kompletten Systemfunktion interessiert, sondern nur an deren Betrag. Wir wollen nur den Betragsgang haben. Und das wollen wir auch nicht überall in der Z-Ebene haben, sondern nur entlang des Einheitskreises. Das heißt bei Z gleich E hoch J Omega. So, und dann ersetzen wir das Z durch E hoch J Omega. Und der Betrag der gesamten Funktion, den kann man bestimmen, indem man den Betrag von jedem einzelnen Faktor ermittelt. Das heißt, ich forme das jetzt so um. Und diese Schreibweise hier, die kann ich jetzt geometrisch interpretieren. Der Betrag von z hoch p minus n, der ist immer 1, das heißt, der braucht mich gar nicht mehr zu interessieren. Und der Betrag von jedem einzelnen Faktor, das ist eigentlich eine Länge, und zwar von diesem Punkt auf dem Einheitskreis, das ist mein e hoch j Omega. Und dann berechne ich von diesem Punkt den Abstand zu jeder Nullstelle, L01, L02. Und die multipliziere ich miteinander. Dann bin ich noch nicht fertig, weil ich muss jetzt noch durch die Längen, durch die Abstände zu meinen Polstellen dividieren. Das heißt, ganz klar, das macht Sinn, je kürzer der Abstand zu meiner Polstelle ist, desto größer wird der Betrag meiner Systemfunktion und umgekehrt. Das heißt, das könnte ich jetzt tatsächlich so machen, wenn ich das wollte, für jeden Punkt oder für zumindest einzelne Punkte auf meinem Einheitskreis entlang wandern, die Längen ausmessen und dann ausrechnen, wie mein Betragsgang ist. Das heißt, da sehe ich, da habe ich wirklich eine direkte geometrische Deutung. Dann sehe ich zum Beispiel, dass an dieser Stelle, das ist 0,3 irgendwas, das entspricht der hier, da ist mein Betragsgang wirklich 0 und danach geht es dann wieder hoch. Ist ja so eine Art Gummimembran, die von meinen Polen hier hochgezogen wird. Bei f gleich 0 ist das Maximum erreicht. Hier überlagern sich die Wirkung dieser beiden Pole, ziehen meinen Betragsgang hoch. Und je weiter ich jetzt davon weglaufe, desto mehr sehe ich den Einfluss von der Nullstelle und mein Betragsgang geht runter. Das ist was, was ich vielleicht nicht haben möchte, dass jetzt bei fs halbe mein Betragsgang wieder ein bisschen hochgeht. Aber wenn ich das eliminieren möchte, müsste ich hier vielleicht noch eine weitere Nullstelle platzieren. Ich kann mir das jetzt auch anschauen, was denn der Einfluss von meinen Polen und Nullstellen auf den Phasengang ist. Dazu starte ich direkt mit h von e hoch j Omega. Ich bleibe jetzt erstmal im Komplexen. Und aus diesem Ausdruck hier möchte ich jetzt gerne meine Phase ablesen. Und wenn ich die Phase von einem Produkt aus mehreren Termen haben will, dann muss ich die Phase der einzelnen Terme hernehmen und die aufsummieren. Das mache ich hier hinten. Und irgendwelche Terme, die im Nenner stehen, die dividiert werden, dann mache ich das Gleiche, nur muss ich die Phase davon subtrahieren. Dann bleibt noch hier hinten das übrig. Und die Phase von e hoch j Omega p minus n, das ist einfach Omega mal p minus n, weil so ist die Phase von so einem Drehzeiger definiert. Das ist eine lineare Phase, weil die linear proportional zu der Frequenz Omega ist. Was heißt das jetzt im Geometrischen? Wenn ich hier lang wandere, dann muss ich mir wieder an jedem Punkt angucken, wie groß ist mein Winkel hier zwischen. Die beiden müsste ich jetzt aufaddieren und die Winkel von den beiden hier, die müsste ich jetzt subtrahieren. Das kann man jetzt machen, führt aber nicht zu wahnsinnig großer Erkenntnis. Das Einzige, was vielleicht wirklich wichtig ist, wenn ich über diese Nullstelle hier drüber wandere, dann können Sie sich vorstellen, dass dieses Teil hier plötzlich umschnappt auf die andere Seite. Das heißt, hier habe ich einen Phasensprung von 180 Grad oder anders ausgedrückt von Pi. Das heißt, hier ist knapp minus 1 Pi und da springe ich dann auf ein bisschen oberhalb von 0. Das heißt, das sehen wir immer. Sobald wir ein System haben, was Nullstellen auf dem Einheitskreis hat, dann hat das auch Phasensprünge an jeder Nullstelle, über die ich jetzt drüber wandere. Man muss ein bisschen aufpassen, den Winkel kann ich nicht einfach mit der Arcus-Tangens-Funktion berechnen. Und zwar ist das der Grund, weshalb ich das nicht darf. Der Arcus-Tangens von y durch x ist das gleiche wie Arcus-Tangens von minus y durch minus x. Das heißt, dieser Punkt hier hätte den gleichen Arcus-Tangens-Wert wie dieser Punkt hier. Da muss ich noch
differenzieren. Solange x größer 0 ist, solange ich das garantieren kann, ist die Arcos-Tangens-Funktion eindeutig. Aber in unserem Fall reicht das nicht. Und deshalb gibt es in praktisch jeder Programmiersprache eine sogenannte ATAN-2-Funktion. Das heißt, die überprüft auch noch, in welchem Quadranten y und x liegen und addiert oder subtrahiert dann dementsprechend passend noch Pi minus Pi die entsprechenden Spezialstellen, bei denen jetzt x 0 wird und eigentlich der Arcustangens jetzt nicht definiert ist. Das wird durch die entsprechenden passenden Zwischenwerte dann auch noch ergänzt. Das heißt, wenn Sie sowas selber in MATLAB oder in Python probieren, die Phase auszurechnen, nehmen Sie nicht die Arcustangens-Funktion, sondern nehmen Sie entweder die ATAN2-Funktion oder Angle, das ist die andere Funktion, das gibt es in beiden Programmiersprachen. Einziger Unterschied vielleicht ist, Angle nimmt ein komplexes Argument entgegen und die Arcustangens2-Funktion nimmt zwei Argumente entgegen, nämlich y und x. Ich hatte es vorhin schon angedroht. Wir wollen uns jetzt noch angucken, wie ich meine Nullstellen wählen muss, damit mein Filter zum Schluss nur reellwertige Koeffizienten bk hat. Und für rekursive Filter und Polstellen kann ich das genau analog untersuchen. Das mache ich deshalb, weil ein Filter mit komplexwertigen Koeffizienten wäre jetzt vom Hardwareaufwand doppelt so aufwendig. Weil eine komplexwertige Multiplikation, da stecken ja im Prinzip zwei reellwertige Multiplikationen drin. Deshalb sind die meisten Filter, haben reellwertige Koeffizienten. Mathematisch ausgedrückt ist das meine Systemfunktion. Einmal ausgedrückt mithilfe der Koeffizienten und der negativen und negativer Exponenten, also die Polynomform. Und hier habe ich auch meine Systemfunktion, nur diesmal ausgedrückt in Produkttermen. Und hier daraus werde ich mir jetzt anschauen, wie muss ich meine Z0Ks wählen, damit meine BKs immer reellwertig bleiben. Variante 1, ich wähle reellwertige Nullstellen. Klar, das ist die unsportliche Variante. Wenn hier hinten meine Nullstellen reellwertig sind, dann ist natürlich das BK nach dem Ausmultiplizieren auch reellwertig. Das wird sich aber nicht immer erreichen lassen, dann nutze ich ja gar nicht alle Möglichkeiten aus, die ich beim Filterdesign eigentlich habe. Die zweite Möglichkeit ist, ich schränke die Positionen meiner Nullstellen ein und platziere die quasi immer paarweise. Und zwar so, dass ich konjugiert komplex Nullstellenpaare bekomme. Also zum Beispiel diese beiden hier. Konjugiert komplex heißt ja, gleicher Realteil und zueinander negative Imaginärteile. Das geht auch, wenn die auf dem Einheitskreis direkt drauf sitzen. Hauptsache, meine Imaginärteile sind jeweils negativ zueinander. Warum funktioniert das? Weil das Produkt von zwei konjugiert komplexen Nullstellen immer einen reellwertigen Beitrag liefert. Ich kann jetzt viel behaupten, aber es lässt sich auch ganz leicht nachweisen, dass das so ist. Und zwar, wenn man jetzt das ganz allgemein dieses Produkt mal berechnet und das ausmultipliziert, dann steht hier z mal z, okay, z Quadrat, das ist meine Variable. Das mit dem multipliziert, liefert mir den Betrag. So, und jetzt steht da außerdem noch zweimal das Produkt minus z0k mal minus z0k Stern. Und wenn ich das ausrechne, auch da kommt der Realteil raus. Das heißt, insgesamt ist das, was hier hinten steht, ist immer reellwertig. Und ich kann natürlich leicht sehen, dass ich das jetzt für Polstellenpaare bei rekursiven Systemen genauso mache. Das heißt, das ist noch eine wichtige Erkenntnis. Falls ich jetzt einen Systementwurf mache, ausgehend von Nullstellen und Polstellen, dann sollte ich immer darauf achten, dass ich die paarweise so platziere, dass die konjugiert komplex zueinander sind. Das zeige ich Ihnen gleich noch in einer kleinen Demo mit diesem PyFDA-Tool. Aber jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören und Zugucken und hoffentlich auch mitmachen und mitdenken. Dankeschön. Wie versprochen gibt es noch eine ganz kurze Demo, wie Sie mit dem PyFDA-Tool Pol-Nullstellen darstellen und ineinander
umwandeln können. Wir starten das Ganze wieder. So, nach dem Start von PiFDA sehen wir hier den Frequenzgang von diesem FIR-Filter. Und dazu können wir uns natürlich auch jetzt die Koeffizienten angucken. Wir sehen, die sind reellwertig. Wir können uns die Pol-Null-Stellen angucken. Die sind komplexwertig und ich habe lauter Polstellen im Ursprung. So wie ich das eigentlich auch erwarte für einen FIR-Filter. Ich sehe jetzt hier, hier sind Nullstellen auf dem Einheitskreis und hier sind Nullstellen, die ja, innerhalb und außerhalb vom Einheitskreis sind. Das sind alle konjugiert komplex, das heißt, das passt auch zu dem, was wir gerade gesehen haben. Und der Frequenzgang hat halt hier meine Nullstellen auf dem Einheitskreis. Das sieht man jetzt besser, wenn man mal rauszoomt. Das heißt, hier sind die Nullstellen und ich gucke natürlich wieder nur von 0 bis f gleich 0,5. Deshalb sehe ich immer die Hälfte der Nullstellen, sehe ich gar nicht. Hier ist es jetzt schön linear gerade und das, was so ist, hängt jetzt mit diesen Nullstellenpaaren hier zusammen. Die wirken wie so eine Klammer und halten den Übertragsgang hier schön konstant. Wenn Sie jetzt selber aktiv werden wollen, dann ist es wahrscheinlich am einfachsten, mit den Koeffizienten zu starten. Die löschen wir jetzt mal alle. Ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Filter. So, sieht lustig aus. Ich beziehe eine Nullstelle und da eine und zwei Polstellen. Und vom Betragsgang kann man sich vorstellen, dass das genau in der Mitte jetzt so ein Notch, also so eine Kerbe halt macht. Und ja, genauso sieht es jetzt halt auch aus. Wenn Sie gerade diese Frequenz hier rausfiltern wollen, dann kann das vielleicht sogar ganz praktisch sein. Impulsantwort kann man es nicht so gut erkennen, aber man sieht, hier ist eine 1, da ist eine 0 und das ist wieder eine 1. Entspricht bei einem FIR-Filter genau den Koeffizienten. Jetzt machen wir mal einen Filter, was ein bisschen spannender mal ist. Und ja, addieren noch einen. Setzen den hier auf 0, den auf 1, speichern das. Okay, die Impulsantwort sieht nicht viel interessanter aus. Das Pol-Null-Stellendiagramm jetzt schon. Länge 4, Ordnung 3. Ich habe jetzt dementsprechend 3 Nullstellen, 3 Polstellen. Und wenn ich jetzt ganz dreist einfach mal die Polstelle hier lösche, zack, ist sie weg. Und abspeichere, ja, dann fehlt jetzt der eine und es sind dementsprechend noch, nur noch 2 Polstellen im Ursprung übrig. Und wenn ich jetzt mir die Koeffizienten angucke, dann sehe ich, dass die jetzt komplexwertig geworden sind. Das liegt daran, dass zu dieser Nullstelle jetzt hier die konjugiert komplexe Nullstelle fehlt. Das heißt, beim Ausmultiplizieren wird jetzt plötzlich meine Impulsantwort komplexwertig. Das sehe ich jetzt hier drin, dass ich jetzt einen Realteil und einen Imaginärteil habe, die unterschiedlich sind. Ich sehe es aber auch im Betragsgang. Und um das zu sehen, muss ich jetzt den kompletten Bereich von 0 bis 1 darstellen. Dann sehe ich nämlich, dass mein Betragsgang jetzt nicht mehr symmetrisch ist zu fs gleich 0,5. Diese Nullstelle hier, die fehlt jetzt hier. Das heißt, da habe ich jetzt diese Symmetrieeffekte rund um f gleich 0 oder f gleich 0,5, die habe ich jetzt nicht mehr, weil ich eben ein komplexwertiges System habe. Spielen Sie selber ein bisschen damit mal rum, damit Sie vielleicht ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie sich Pol- und Nullstellen und die Koeffizienten, wie das sich zueinander verhält. Sie können sich natürlich auch jetzt einfach mal einen Filter entwerfen lassen. Machen wir ein elliptisches. Die sehen immer ganz interessant aus. Mit der Ordnung 4 vielleicht. Und das sind hier die Spezifikationen. Das ist ein ähnliches Beispiel, das, was ich auf den Folien gezeigt habe, mit Polstellen und Nullstellen.
Okay, Dankeschön. Das war es jetzt nochmal hierzu.